Was los? Ja, willkommen zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Aufnahme Lego City. Und nein, wir sind nicht mehr im Kampf mit Rex und dem auf seinem Dinosaurier. Den habe ich jetzt mal geskippt. Im paar letzten Mal halt damit angefangen, dass wir halt ja kurz vor dem Kampf halt waren, vor dem Kampfbeginn. Aber ich habe das auch durchgespielt und so weiter, aber es hat sich herausgestellt, dass wir im zweiten Kampf, also wo wir gegen Rex persönlich kämpfen, den konnten wir nicht beenden. Der ging unendlich immer weiter, weil nachdem man die Rex alle Energie abgezogen hat, da ist einfach die Cutscene nicht gekommen, die man braucht halt, bis 4 muss ich spätestens eingekauft haben. Damit der Level weitergeht, der Kampf, da sind eigentlich immer einfach unendlich weiter diese Astronautentypen gekommen, die man braucht, um auf Rex zu schmeißen. Auch nachdem er halt schon besiegt war und man konnte halt das nicht beenden. Also ich muss das Level so oder so beenden. Und das mit den 100%, meine Freunde, es war eine Lüge. Man kann es sehr wohl mit 100% beenden, weil eigentlich war ja die Anzeige da hinten. Ich weiß gar nicht, ich kann noch kurz den Scanner an. Ja, ich glaube, hier ist die jetzt nicht mehr zu sehen. Die war da hinten irgendwo auf seinem Gebäude. Auf so einem kleinen Turmgebäude. Aber der wirkliche Punkt für das zum Auslösen, also diese Markierung, wo man sich reinstellen muss als Polizist, die war nämlich hier. Ich glaube, hier oben drauf. Da habe ich dann doch noch rausgekommen, weil ich. Dies hier ist nämlich ein neuer Spielstand, der hat erst 92%, wie ihr hier seht. Ich habe das ganze Spiel nochmal durchgezockt, meine Freunde. Eigentlich, wie gesagt, war der letzte Part schon fertig, habe nochmal ein bisschen was gezeigt und so weiter, resümiert. Aber dann ist, wie gesagt, ich habe es nochmal neu angefangen, nochmal die Mission und so weiter gespielt alle. Und also dann diese Geschichte mit, wo man hier vom Hotel rüberfliegen musste, um hier halt Winnie, Papalardo und Rex zu belauschen da hinten, ganz am Ende. Da ist mir dann auch gefallen, dass hier diese Markierung war und die war auch im anderen Spielstand da. Der ist jetzt, den habe ich natürlich schon gemacht zu 100% und so weiter. Abgeschlossene Geschichte jetzt. Und die zwischen den beiden Aufnahmen, die ihr jetzt gesehen habt, also die letzten, die ihr gesehen habt, und dieser liegen jetzt schon etliche Wochen. Wir schreiben inzwischen den 28., 29. Juni. Und ihr wisst alle, das bedeutet, dass gestern ja das gehypte Super Mario Maker 2 erschienen ist. Ja, es ist ein cooles Spiel, ich habe es mir natürlich auch geholt. Ja, ich habe noch kein Level gebaut, da bin ich nicht so der ganz große Meister. Aber ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen. Und ich habe jetzt, um das nochmal ein bisschen zu machen, habe ich mich jetzt entschieden, wir machen jetzt gemeinsam den Rest vom Breitner Plaza. Ihr seht, hier ist noch eine Menge zu tun. Da wird vielleicht noch, naja, vielleicht noch zwei Parts oder so dauern. Vielleicht noch drei. Einiges werdet ihr vielleicht schon gesehen haben. Ist jetzt auch scheißegal. Ich mache jetzt nochmal alles, was jetzt hier noch fehlt, mache ich jetzt noch offscreen. Onscreen meine ich. Da können wir uns noch ein bisschen unterhalten dabei. Wir fangen mal gleich irgendwo hier an, so einfach. Hier zum Beispiel. Ich habe jetzt mal in diesem Spielstand alle Kostüme weiblich gemacht. Hier Natalia, denn hier ist als Polizistin, habe ich jetzt irgendwie Level, die dort stellt, ist eigentlich eine Skateboardfahrerin, glaube ich. Ja, Rex, das ist der einzige, den ich als Rex haben muss, weil er halt diese Dinger aufmachen kann, die nur er öffnen kann. Denn hier eine Rettungsschwimmer-Nixe, die habe ich da oben, seht ihr es, Digger-Nixe genannt, also Bergarbeiterin und Nixe. Fand ich sehr lustig, denn hier unsere Space Alley. Da habe ich die Ellie, die wir aus den Cutscenes halt kennen, Ellie Phillips genommen als Astronautin. Und damit man sie auch kennt, habe ich ihr keinen Helm aufgesetzt. Die als Gärtnerin, da habe ich Peggy Sue genannt, habe ich auch selber erstellt. Das Kostüm ist von der Farmersfrau, aber weil die mir zu alt und hässlich war, habe ich ihr ein jüngeres Gesicht und eine etwas andere Haarfarbe gegeben. Obwohl bei dieser Art von Zopf gibt es leider nicht allzu viele Auswahlmöglichkeiten. Denn ja, hier eine Feuerwehrfrau, das ist eine vorgefertigte, Jade Cosby. Und hier unser Aloha,
Bauarbeiterin. Das ist nach der Aloha-Tänzerin. Leider gibt es den Rock nicht, diesen Bastrock, oder das gibt es leider nicht. Da war jetzt nur so ein Bikinihöschen angezogen hier. Ja, fand ich mal ganz lustig. Mal was anderes. Hier ist die Farmerin. Ja, wir hatten gestern ist Mario Maker 2 erschienen. Nein, vorgestern. Nee, wir haben jetzt schon drei. Heute ist schon der 30, ist ja schon Sonntag. Also vorgestern. Mario Maker 2 erschienen. Ja, ich habe mir den Level Editor schon etwas angeguckt. Und ja, wieder viele coole Sachen hier machen. Es gibt ja ein neues Theme, nämlich Mario 3D World. Und es gibt okay, das waren bunte Steine, ja, brauchen wir nicht mehr, aber ist egal. Es gibt einige neue Levels, wie Schneelevels, Wüstenlevels und so weiter. Ganz, ganz cool gemacht. Hey! Okay, das ist nur, um da hochzukommen, okay. Und es gibt einen Story-Modus, ja. Nintendo hat entschieden, einen Story-Modus. Also etwas anders als im ersten, da gab es ja diesen Modus, wo man halt so mit mehreren Level von die von halt anderen Spielern kreiert wurden, dann durchspielen kann, um halt so ein paar Dinge tun zu können, um halt da halt weiterzukommen. Dann guckt man halt, irgendwann kann man der Peach befreien. Und hier haben sie es so gemacht, da hat man ganz eigenen Story-Modus, da hat man das Peach-Schloss, das wird kaputt gemacht. Ganz lustig natürlich alles gemacht. Sozusagen resettet, und man muss Levels durchspielen, um Geld verdienen. Für jeden Abschluss kriegt man je nach Schwierigkeit, für den einfachsten Schwierigkeit 100 Münzen. Und natürlich zählen auch alle Münzen, die man innerhalb der Levels sammelt. Da gibt's ja auch, gibt ja jetzt auch 10 Coins, die 10 Münzen, 20 weniger, 30 und 50 Münzen wert sind und so weiter, gibt es ja auch alles jetzt. Ach, hier haben wir einen Teleporter. Und da kann man halt Münzen halt sammeln, wie gesagt, für den leichtesten. Es gibt 4 Sterne, ich weiß nicht, ob es auch noch 5 gibt. Eines Player, den ich verfolge, hat gesagt, er meint, es gab auch welche mit 5. Level mit 5 Sternen, aber bis jetzt habe ich nur, wie gesagt, es gibt ja auch die Sterne, die jeweils immer ausgegraut, und es waren immer nur 4 der Anzeige, also, und die einfachsten geben halt 100 Münzen, die zweite Stufe 150, die dritte 200, die vierte Stufe 300 Münzen. Ja, ich habe hier natürlich all die Sheets angemacht, die uns das Leben erleichtern. Ja, den Fisch machen wir später, aber jetzt nicht die Zeit für. Zum Beispiel halt auch den Super Boa, der halt uns sehr schnell bewegen lässt. Und ja, ja, dann haben wir auch Kinder. Das haben wir auch schon alles ausführlich gemacht. Die Sterne habe ich euch alle gezeigt. Hier haben wir das Level erobern. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt 100 Levels. Es gibt 100 Levels, glaube ich, die man durchspielen kann. Und wenn man genug Geld hat, kann man einen Teil des Schlosses halt wieder aufbauen. Und das dauert immer je nachdem. Mehrere Levels muss man dann durchspielen. Ich glaube, das Fundament war mit 3 das wenigste, oder 2. Ich glaube, war es mal plus 2. Da muss man 2 Levels durchspielen, da war das Fundament fertig. Und wenn ich schon, waren es schon 3. Wenn du nicht hinkriegst, Chase, Glückwunsch! Oh, Moment.
wieder diesen Doppelton hier, so. Und bei, wie gesagt, bei den, ich bin jetzt schon bei, nee, das machen wir im Moment noch nicht, bei einer Stufe angelangt, wo man schon 5 Level spielen muss, aber wie gesagt, man muss sehr viel Geld verdienen, es gibt auch noch einige andere Charaktere, die einem dann Aufträge geben, die nicht direkt mit dem Schloss zu tun haben oder mit Geld verdienen, sondern da kann man halt die Umgebung noch verändern, man kann halt auch Stellen freischalten, wo man erst zum Anfang noch nicht hin kann, ganz lustig gemacht eigentlich. Ich denke mal, ich werde den Modus mal durchspielen. Nein, ich glaube, ich werde es nicht groß jetzt sehen. Da gibt es andere, die können sowas besser. Ich bin nicht so gut. Ja, ich habe gestern ein Level gezockt. Eine ganze Weile. Ja, das Gebiet Bezirk erobern müsste jetzt das letzte sein. Oh, ja, wie wir jetzt dauernd Ellie hören, hier ist hier ein Abgeil. Rex Fury als Astronaut, jawohl. Aber das werden wir ertragen können, glaube ich. Alle Bezirke. Noch eine Aufgabe erledigt. Du bist heute in Topform, Chase. Ja, ja. Und wie gesagt, ich werde das wahrscheinlich. Ich habe gestern ein Level gespielt, wo wirklich ich nicht wusste, wie man das beenden soll. Da muss, wie gesagt, wenn man dreimal stirbt in einem dieser Levels, die im Ampelbund ergibt, kann man Hilfe freischalten. Man kann zum Beispiel denn einen Pilz holen, einen Stern, eine Feuerblume. Oder man kann auch ein paar Blöcke dazusetzen oder sogar, glaube ich, auch welche entfernen. Noch eine Aufgabe erledigt. Du bist heute in Topform, Chase. Man kann sich, glaube ich, einmal einen Pilz oder einmal einen Stern oder, weil natürlich, wenn man jetzt so viele Sterne haben könnte, wie man wollte, wäre natürlich langweilig, aber wie dafür vielleicht besonders kräftige Sterne, um mal einen Stern schnell sich holen. Oder man kann halt bis zu 99 Blöcke selber platzieren. Und das habe ich am Ende gemacht, weil da gab es eine Stelle, wo man hochkommen muss und ich hatte keine Ahnung, wie man das machen soll. Das war in dem Retro-Stil, ne, also Super Mario Bros. 1 gehalten, das Ganze. Und ich hatte keine Ahnung, wie man da hochkommen sollte an der einen Stelle. Und ich wirklich mehrmals, man hat immer 5 Leben. Die werden, also man kann Leben sammeln, so viel man will. Man hat immer 5 Leben, wenn man ein neues Level anfängt. Ach so, ja. Ja, hier die Rolle, die Skateboardfahrerin ist hier. Ich habe die doch gar nicht benannt, die müsste ich vielleicht auch nochmal einen Namen geben. Hier ist hier mein Kopf. Hier ist jeder mit dem Fahrstuhl wahrscheinlich gefahren. Und den müssen wir jetzt wahrscheinlich scannen. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Oh, der hat ein schnelles Auto auch noch. Mal sehen, was kriegen wir? Ja, in die Rotorblätter rein. Okay, wir ziehen uns das Auto. Und ich verfolge ein oder zwei Let's Player. Mal sehen, wenn die das Level spielen, ob die rausfinden, was man da machen soll. Ob ich das einfach nur nicht geblickt habe oder. Wir dich. Aus dem Weg. Halt! Oder ich laufe dir weiter hinterher! Hallo? Da! Da bist du, Kumpel! Ich krieg dich schon! Verschwinde! Jawohl! Kombo! Und da wir gerade mal hier sind, um euch das nochmal zu erzählen, was ich damals auch nicht so richtig gemerkt habe, für diese, ja, goldene Steine, war doch der letzte, ich jetzt gar nicht aufgepasst, Freunde, alle Fahrzeugdiebe, jawohl, dafür kommen wir Chuck Morrison,
Nein, nicht Chuck Norris. Oh, Chase, ich glaube, du hast fast alle Diebe in der Stadt verhaftet. Ja. Um diesen jetzt freizuschalten, habe ich euch damals nicht richtig gezeigt. Muss ich mich nochmal für entschuldigen. Oder beziehungsweise ich habe es halt nicht so mitgekriegt. Die Dark Purple. Da oben auf dem Gebäude, dieser eine Stein, der da ganz mies hinter der Ecke lag, wo man ihn nicht sehen konnte. Vom normal, wenn man da mit der Kamera nicht, wenn die Kamera da normalerweise nicht hinzeigt, weil die Kamera auch an der Stelle nicht drehen kann. Ihr erinnert euch an die einen Part, die ich da mit dieser Ansicht auf den Stein begonnen habe. Das war der Stein, der diesen Dings bei wer das Video aufmerksam geguckt hat, der hat es natürlich gelesen. Es stand ja da, welcher Stein es war. Aber ich habe es damals, weil ich mich auf andere Dinge gerade konzentriert habe, nicht gescheckt. H1 sieht cooler aus. Dafür nochmal Entschuldigung, aber wie auch immer, jedenfalls, wie gesagt, mit dem Level, ja, wo war ich ja mit dem Level, ne? Da muss ich bei den Let's Playern nochmal drauf achten, wie die das machen, ob ich einfach irgendwas nur übersehen habe oder so. Wie wir das normalerweise machen, aber ich habe das nicht rausgefunden, wie gesagt, wie man an der Stelle hochkommen sollte. Ich habe wirklich. Wo ist denn hier? Ich habe wirklich alles Mögliche probiert und. Wo ist der? Hab dann einfach wieder mit Hilfe dieser Möglichkeit da drei Steine hingebaut. Und dann konnte man da halt hochspringen. Ganz einfach. Was anderes ist mir, was besseres ist mir halt einfach nicht eingefallen. Und ich wollte Level, da ich das Level wieder schon sehr oft durchgezockt hatte. Ja, hier ist gleich nochmal. Diese. Ich glaube, die hat ich aber gezeigt. Du, Onkel, wieso bist du? Hallo, ich würde gern diese limitierten Star Galaxy. Damit ich euch von unseren tollen neuen Dinosaurier-Spielsachen Mama, ich will das Spielzeugauto! Oh, und ich dachte, no. In der Schule einfach nicht aufgepasst. All ihren Wert verlieren? Das heißt. Hallo? Doch, der hier. Ich komme gerne in diesen Laden. Erinnert mich an meine Kindheit. Als die Cops dich noch nicht einbuchten konnten. Ja, war eine tolle Zeit. Jetzt aber genug gequatscht. Und, naja, jedenfalls, hast du alles geklappt, was du brauchst? Ja, gut. Dann lass uns mal nach den Sonderangeboten ja, schon, im Einkaufszentrum suchen. Das war schon sehr merkwürdig, da wir da nicht rausgekommen, wie man da hochkommen soll. Aber vielleicht ist irgendeine Möglichkeit, die in dem Spiel drin, die ich noch nicht gescheckt habe. Oh Gott, neu. Es gibt ja auch einige neue Sachen, wie zum Beispiel solche Griffe, die mit, an denen man schwingen kann, zum Beispiel. Oder so. Ja, es gibt einige Sachen, die in keinem Mario zuvor derart vorgekommen sind. Okay, wir bummeln erstmal ein bisschen und ziehen dann unsere Nummer ab. Und, naja, Freunde, wie auch immer, hier ist der Surferladen. Ein Cop! Schnapp ihn dir! Damit wäre mein Tag ruiniert. Damit wäre mein Tag ruiniert. Hoffentlich kriege ich meine alte Zelle wieder. Da hänge ich Gardinen auf. Bis dann irgendwann. Halt, im Namen des Gesetzes. Du denkst an die Erde, du kannst abhauen, oder? Komm schon. Zack. Combo Breaker. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir gleich mal hier weiter. Ja, hier habe ich noch nicht allzu viel gemacht. Du hast gerade das letzte Gangmitglied auf der Liste verhaftet, Chase. Das wird jetzt bei so ziemlich jedem Ding sagen und wir machen bei, wie gesagt, ich habe alles, ich habe also die Spielstand, habe alle Gebiete soweit gemacht.
und alle Aufgaben etc. Alles nur noch hier halt. Fehlt ein bisschen was. So. Da unten ist auch noch was. So, ah ja, jetzt sind wir hier drin. Diesen komischen Gang. Und hier ist es was für ein Astronaut. Leider sehe ich jetzt nicht, wer das ist. Nee, das ist er nicht. Die Formung der hier. Bisschen schlecht zu sehen durch dieses komische getönte Glas. Ah ja, jetzt sind wir auf dieser riesen Kugel der Disco King. No. Okay, mal gucken, was können wir denn jetzt noch machen? Ein Auto. Na, wo ist das Auto? Ah, seht mal hier, wir haben noch hier noch eine Station zu bauen. Das Piraten war zufällig auch die letzte, natürlich. Paparazzo. Okay, das feiert sie nicht. Oder doch? Nee, das feiert sie nicht. Okay, das ist nicht wert zu feiern. Und ich war aber kurz das Telefon kaputt. Ah nee, ich dachte, es gibt hier so ein... Oder das hier? Nee. Ah nee, okay, da müssen wir noch von woanders kommen. Okay. Aber warte mal, wir gehen mal noch kurz noch mal da drüben hin. Da war ja noch was, wo man noch weiter klettern konnte, glaube ich. Naja, jeweils da, so viel dazu, zu dem Mario Maker, wie gesagt, ja, ich bin nicht so ein ganz großer, wie sagt man, ja, Kreativkopf. Ich denke mal, die Community wird sich schon wieder die coolsten Sachen ausdenken für das Spiel. Ja, das gibt ja mehr Möglichkeiten jetzt, was man machen kann. Man kann jetzt zum Beispiel Ziele eingeben. Ja, also dass man sammle so und so viele Münzen, töte bestimmte Gegner und so weiter und so fort, finde ich eine coole Sache. Okay, hier war ein Stein. Was gibt's Neues? Moment. Ohoho. Okay. Was war denn hier nochmal? Wenn man hier so viel klettern musste. Nein, außer die Münzen natürlich. Die Stats. Ah, Mittagspause. Was oh nee, hört es nicht euer Ernst, ey. Oh, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Warte, wenn wir schon mal hier unten sind, werden wir hier unten mal gucken, ob hier noch irgendwas. Ich glaube, hier ist irgendwas drin, Schlüssel oder sowas. Rex, machen wir das mal auf. Ah, hier dürfte doch ein Automat drin sein, genau. Ich will nicht. Was esse ich nur heute Mittag? So. Ja, tut mir irgendwie leid, wenn das jetzt da nochmal. Hoffentlich kriegen wir einen neuen Vorarbeiter. Wir kürzen einfach ein bisschen ab. So. Ja, so ist es natürlich ein bisschen bitter, ne? Dass das aufgrund von so einer kleinen, schlecht gemachten Dings schlecht funktioniert. Das ist so ein scheiß langer Weg, ey. Okay, die sind da drauf gelandet, sehr schön. Aber da habe ich jetzt bloß für eine Handvoll Goldmünzen hier, ey.
Gute Saison. 20.000er Stein. Also war nicht ganz umsonst. Der ganze Weg. So. Ja, hier, da waren wir. Warte mal, habe ich die mittlere Ebene da schon gemacht? Da wo ich hier eine Zeit lang im Schlauch stand, dass hier neben der Aufzug ist zum Flugdeck da oben. Ja, okay, hier war ich schon, sehr gut. So, ja, ich denke mal, der Part ist dann auch vorbei. Ich will nicht, dass wir so lang sind. Ich habe jetzt wirklich mit dem vorletzten Part, glaube ich, habe ich sehr, sehr lange gebraucht, den hochzuladen. Wirklich sehr lange. Hier müssen wir irgendwie rein. Ah ja, hier. Warte, was machen wir noch schnell? Dynamite. Und hier ist zum Einfärben. Zack, bumm. Hier ist noch ein Kaugummi-Automat. So, damit verabschiede ich mich denn für diesen Part, meine Freunde. Ja, ist ein bisschen dumm jetzt hier im Schaufenster, aber das macht ja nichts weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Wenn wir hier weitermachen, ja, das wäre sonst, ich weiß nicht, ob ich es im nächsten schon schaffe, aber vielleicht noch maximal zwei Parts und dann werden wir uns nochmal die, habt ihr jetzt natürlich noch nicht gesehen, ich habe das ja alles schon, wie gesagt, aufgenommen, aber die Belohnung für die 100% und für alle goldenen Steine und so weiter angucken, ja, da gibt es zwei unterschiedliche Belohnungen, jawohl, und ja, dann werden wir natürlich ein kleines Fazit machen und so. Und ja, also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.